Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer von Ostsachsen TV, eine neue Folge entsteht, der Sommertalk, und ich bin heute in Schwarzenberg, in der Freien Republik Schwarzenberg zu Gast. Mein Gesprächspartner ist Jens Zimmermann. 100 gesprochen oder ausgesprochene Einladungen waren es ungefähr her, dass es dazu zustande kam heute. Die Einladung, die wurde vor knapp 2 Jahren, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Und wenn ich eins ein bisschen nur korrigieren darf, Freie Republik Schwarzenberg muss unbedingt in Gänsefüßchen genannt werden, weil weder war es frei noch war es Republik. Aber es war in der Tat unbesetztes Gebiet 1945, wo weder die Russen noch die Amerikaner gewesen sind. Es gab eine eigene Briefmarke, eine eigene Verfassung und, was heute auch interessant wäre, eigenes Geld. Jetzt merkt ihr schon, warum er mein Gesprächspartner ist, weil er ist Botschafter des Erzgebirges, ein unheimlich untriebiger Geist, weil wir sind uns schon sehr, sehr oft über die Füße gelaufen. In Leipzig haben wir gemeinsame Freunde und Veranstaltungen besucht. Einige Gesinnungsgenossen, sage ich mal, im Herzen sind uns auch nicht ganz fremd. Insofern netzwerken wir recht oft und wir sind auch so sehr gut vernetzt über die sozialen Netzwerke. Du bist sehr aktiv auf Facebook, was ich sehr schätze, weil das spart wirklich auch Zeit und Wege. Und deine Komplimente, die gehen runter wie Honig. Aber wer oft bohrt, kriegt irgendwann auch Erfolg. Und insofern kam es heute zustande, dass ich heute nach Schwarzenberg gefahren bin. Bin heute hier zu Besuch. Ich habe eins festgestellt, Schwarzenberg kann man nicht an einem Tag besichtigen. Man braucht mehr Zeit. Ja, unbedingt. Also sich Zeit zu nehmen für Schwarzenberg macht in mehrfacher Hinsicht Sinn, weil die Perle des Erzgebirges, so hat seinerzeit mal der König Schwarzenberg bezeichnet, die Schwarzenberg so viel Besonderheiten, so viel Sehenswürdigkeiten und vor allen Dingen auch so viel Superlativen hat. Und dafür braucht man wirklich Zeit. Was das alles ist und worum es da geht, da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs dann darauf zurück. Absolut. Eine haben wir schon mal, die Bautzenerinnen und Bautzener werden mich jetzt fragen, warum Schwarzenberg, warum bist du im Erzgebirge und nicht bei uns in der wunderschönen Oder-Belau sitzt, weil Ostsachsen TV heißt ja Ostsachsen. Aber eine Sache haben wir schon rausgefunden, die Kirchenorgel kommt aus Bautzen. Genau, die Kirchenorgel kommt aus Bautzen, also Eule, eine sehr berühmte Orgelbaufirma, und insofern haben wir schon mal den Bogen von Bautzen nach Schwarzenberg gefunden. Wer den Bogen noch weiterspannen möchte, der geht mal auf den Görlitzer Anzeiger und guckt mal unter links und da wird er feststellen, auch da gibt es eine Vernetzung. Ja, die Welt ist klein. Wir leben heute wirklich vernetzt. Wir leben auch als Nachbarn zusammen. Und warum habe ich im Sommertalk das Erzgebirge mit aufgenommen? Das Erzgebirge ist Weltkulturerbe geworden der UNESCO. Also das war ein langer Prozess gewesen mit manchen Irrungen und Wirrungen, denn es gab ja schon mal eine Ablehnung. Und wir sind jetzt sehr, sehr froh und stolz natürlich, dass wir im Erzgebirge jetzt als Weltkulturerbetitel damit werben können, damit logischerweise auch mehr Wirtschaftskraft anziehen, sprich Tourismus in erster Linie. Und überhaupt man mehr über das Erzgebirge spricht, denn eine Reise ins Erzgebirge ist immer eine Reise wert. Also eine Fahrt ins Erzgebirge ist immer eine Reise wert. Und wie gesagt, Zeit mitbringen. Warum das so ist, das würde ich jetzt vielleicht schon mal beginnen zu sagen, oder? Das können wir gerne tun. Ich würde dich trotzdem gerne noch mal ein Stück weit vorher vorstellen, weil warum ausgerechnet du Botschafter des Erzgebirges ist, das hat auch etwas mit deiner Leidenschaft zu tun. Auch du bist Netzwerker vor dem Herrn. Du bist ehrenamtlich extrem stark und viel aktiv. Man sieht es oben am Revers, du hast die Nadel der Lions mit am Herzen. Das heißt, du bist nicht nur im Charity unterwegs, sondern du kennst Hinz und Kunz, der halbe Planet, wenn ich den Namen nenne, sagt: Ein Zimmermann kennt jeder, aber Jens Zimmermann, das ist die spannende Frage, kennt man auch schon ihn? Ja, ganz herzlichen Dank für das Kompliment. Also so schlimm ist es nicht, wobei ich immer mit Augenzwinkern sage, ich muss die Menschen nicht kennen. Es ist schön, wenn sie Menschen mich kennen, das ist besser. Und das hilft natürlich auch in mehrfacher Hinsicht. Ich muss sagen, wenn ich mich vorstellen darf kurz, dann ich komme aus Leipzig. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wenn man als ehemaliger Großstädter hier in einer Provinz landet, dann ist das schon erstmal scheinbar ein Sprung und ein Kulturschock. Aber das ist eben nur die Oberflächlichkeit. Je tiefer man bohrt, wird man feststellen, dass hier die Region, das Erzgebirge im Allgemeinen und Schwarzenberg im Besonderen, so viele Superlativen wirklich beinhaltet. Und ich könnte es mit einer Überschrift sagen, nämlich alles kommt aus dem Berg heraus. Und die heutige Wirtschaftskraft der sächsischen Metropolen Leipzig und Dresden und Chemnitz entspringt letzten Endes hier aus dem Erzgebirge. Und das macht es eben so besonders. Und jeder, der hier ist, wird das auch schnell feststellen. Er wird diesen Spirit spüren und wird merken, dass es hier viele, viele Besonderheiten gibt. Und warum ich dann immer wieder letzten Endes den Fokus dorthin lege, wo ich selber lebe, ist insofern einfach,
weil ich hier im Umfeld von weniger als 3 Kilometer Superlative der besonderen Art zu bieten hat. Das beginnt hier schon. Wir befinden uns ja hier auf dem Marktplatz in Schwarzenberg, hinter uns die Hausnummer 1. Also wir sind wirklich die Nummer 1 hier in Schwarzenberg, was das Gebäude anbelangt. Und das war früher mal das Rathaus. Das liegt aber schon ganz lange her. Das war also noch zu der Zeit gewesen, wo ich vor uns eingangs gesagt habe, dass hier mal mit dem Begriff Freie Republik das nicht ganz so korrekt ist, aber hier 1945 für 46 Tage in der Tat diese unbesetzte Zone gewesen war. In dieser Region waren über 1,2 Millionen Wehrmachtssoldaten und Flüchtlinge strömten hier zwischen Aue und in Schwarzenberg herein. Und die Russen standen in Annaberg und die Amerikaner im Auerbach, im Vogtland. Und das war hier in der Tat frei und unbesetzt gewesen. Warum das so ist, da gibt es ganz viele Gerüchte sozusagen. Stefan Hein hat mal den Roman Schwarzenberg geschrieben. Die Künstler haben dann daraus gemacht den Begriff Freie Republik. Wir haben sogar einen eigenen Pass. Das heißt, da sieht schön blau aus mit den ganzen Sternen. Ein Stern fehlt. Das ist ein Tannenbaum. Wenn man den aufschlägt, da hat man dann viele persönliche Daten. Wenn man ledig ist, steht drunter happy. Wenn man verheiratet ist, steht drunter erledigt. Also, okay. Also, das zurück. Die Superlativen, die wir hier haben, beginnen aber schon noch viel, viel früher. Jeder gelernte DDR-Bürger, darf ich sagen, hatte ein Produkt aus Schwarzenberg. Das war die Waschmaschine gewesen. Schwarzenberger Waschmaschinen berühmt, nicht berüchtigt, sondern für die Marktwirtschaft nicht geeignet. Deswegen wurde dann nach der Wende, wie so viele andere Dinge, zerschlagen. Da gehörte leider auch das Werk von Schwarzenberg der Waschmaschinen dazu. Und der Erfinder aber der Waschmaschine, Friedrich Emil Krauss, der stammt aus Schwarzenberg. Insofern kommt sozusagen die Volkshygiene genau von hier. Das ist die eine große Besonderheit oder auch gar Superlative. Die andere, die wir hier haben, ist, die führt uns dort, wenn ich sage, alles kommt aus dem Berg heraus. Ein Ortsteil von Schwarzenberg heißt Pöhla. Dort kommt der berühmte Olympiasinger-Skispringer und Weltmeister Jens Weißflog her, ein lieber Freund. Und in Pöhla gibt es die nächste Superlative. Da fährt man nämlich mit dem Zug fast 3 Kilometer horizontal in das Fichtelbergmassiv hinein. Und er erlebt dort nicht nur eine ganz tolle, bizarre Welt, sondern dort sind die größten Zinnkammern Europas. Die größten Zinnkammern Europas war zu DDR-Zeiten übrigens die Staatsreserve der DDR gewesen. Heute wird wieder abgebaut, seltene Erden, lassen grüßen. Und insofern gibt es wieder dort ein kleines Berggeschrei, was wie gesagt ursächlich mal das Erzgebirge so berühmt gemacht hat. Die nächste Superlative, die wir hier haben, von hier nur einen Steinwurf quasi entfernt, ist eine Kirche, die St.-Georgen-Kirche. St.-Georgen-Kirche, der Name der heilige Georg, ist mit im Stadtwappen von Schwarzenberg verankert. Ritter Georg der Drachentöter. Und der St.-Georgen-Kirche, die ist 1690 bis 1699 erbaut worden. Von außen, sage ich mal, nicht wirklich so was Besonderes. Ja, will da niemand zu nahe treten. Aber eins dafür garantiere ich persönlich, wenn man reingeht und sich die Zeit nimmt, und das ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, hinter die Kulissen zu schauen, dann wird man symbolisch sozusagen die Kinnlade nach unten klappen förmlich, weil man erstaunt ist, weil man baff erstaunt ist. Das würde man niemals erwarten. Das ist nämlich die Kirche mit der größten freitragenden Holzdecke Europas. Und eine, die vergleichbar ist in der Nähe von London, aber das ist wirklich die größte. Also insofern haben wir die nächste Superlative. Dann von hier auch nicht weit entfernt von der Altstadt befindet sich die Waldbühne. Der eine oder andere ist vielleicht sogar schon mal auch aus Bautzen dort gewesen und konnte solche völlig unbekannten Künstler wie Joe Cocker, Bruce Springsteen und so weiter erleben. Ein Erlebnis, ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art, wie überhaupt hier im Erzgebirge die Kunst, die Musik und sämtliche anderen Künste, was Bildhauerei anbelangt, zu Hause sind. Und was natürlich im Erzgebirge auch ganz toll verankert ist, ist das Thema Sport. Also wir haben auch wiederum hier gar nicht so weit entfernt eines der berühmtesten Sportstätten Deutschlands. Das ist in Breitenbrunn auf dem Rabenberg. Ist damals entstanden zu tiefsten DDR-Zeiten in Vorbereitung der Olympiade in Mexiko 68. Und heute trainieren dort, ich würde behaupten, mindestens 70% aller Olympiasieger, Weltmeister und Europameister dort auf diesen in 800 Meter Höhe gelegenen Plateau.
Sport spielt sowieso eine große Rolle vor der Haustür hier. Aue, jeder, der Fußball kennt, hat mindestens FC Erzgebirge gehört. Würde die Sachsen jetzt nicht ganz so freuen, aber letztendlich, ja, so Fußball ist immer so ein Reizthema, ja. Aber Erzgebirge Aue kenne ich. Ich hake mal ganz kurz ein, weil als Botschafter, du kannst bestimmt 3 Tage über die Heimat sprechen. Wir würden da nie aufhören. Wir haben es gerade erst gemerkt, du hast dich gerade erst eingesprochen, aber weil es ist egal, zu welcher Jahreszeit man hierher kommt. Im Winter ist es ein Reiz, der Weihnachtsmarkt ist ein Reiz. Was hier aber zu Hause ist, ist Heimat und Tradition und vor allem Kultur. Und als Botschafter, du machst es ehrenamtlich. Ich erfahre immer wieder was Neues von dir. Also jedes Mal, wenn du von deiner Heimat erzählst, gibt es ein Kapitel, was ich so noch nicht kannte. Die Bandbreite ist ernsthaft genial. Wenn man das Ganze ehrenamtlich macht, du bist selber Unternehmer. Ja. Du kennst die harte Welt des Business, du kennst die harte Welt des Wirtschaft, der Wirtschaft, und zwar verschiedener Bereiche der Wirtschaft, der Immobilienwirtschaft, wie aber auch und das Unternehmertum selbst. Mhm. Und dann geht man persönlich freiwillig noch raus und sagt, ich tue noch was für die Gesellschaft, ich engagiere mich noch, ich werde politisch aktiv. Ja. Naja, das ist in der Tat so. Also als Unternehmer bin ich nun mittlerweile seit schlappen 27 Jahren unterwegs. Da hat man schon seine gewisse Erfahrung im Ehrenamt überhaupt sich einzubringen für die Gesellschaft, halte ich persönlich für ein ganz wichtiges eine Geschichte, die muss man gar nicht diskutieren, ob das sinnvoll ist, sondern das muss man einfach machen. Jeder kennt diesen berühmten Spruch, nicht was tut mein Land für mich, sondern was kann ich für mein Land tun. Und insofern ist das völlig normal. Und als Netzwerker sowieso ist man ja allumfassend auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Ich selber war ja viele Jahre lang geschäftsführender Vorstand und Pressesprecher des Immobilienverbandes Deutschland, den ich damals selber mit in Berlin gegründet hatte, Gründungsmitglied bin, verantwortlich im IVD Mitte-Ost, was die beiden Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt anbelangt. Also alleine schon daran sieht man, ist man schon ein bisschen rumgekommen und hat die Dinge herausgetragen, beziehungsweise mit dafür gesorgt, Menschen hierher zu bringen, weil für viele ist das hier, sind das nach wie vor weiße Flecken, das muss man einfach sagen. Und wenn ich vorhin kurz vom Fußball erzählte, dann ist es so, jeder, der Fußball kennt, kennt den Namen Aue, ganz klar. Aber das war's dann auch. Was wirklich dahinter steckt, dass dort zum Beispiel eine Stadt ist, wo mit der Nickelhütte oder Auerhammer zwei aus dem 16. Jahrhundert Unternehmen angesiedelt sind, die mit einer Tradition unglaublich und wie sie nur wenige Städte in dieser Form vorweisen können und nebenbei noch gesagt äußerst wirtschaftlich profitabel. Ja. Das ist dem wenigsten bekannt. Und da kommen wir zum Thema Wirtschaft hier in Schwarzenberg. Es ist ja so, die Boomtown-Stadt Leipzig, ihr größter Arbeitgeber ist Porsche. Und Porsche Leipzig kann seit über 3 Jahren ohne Porsche Schwarzenberg gar nicht mehr existieren. Das ist das Interessante. Die haben damals strategisch den Werkzeugbau hier gekauft. Auch das ist wieder eine Geschichte, wo ich sagen könnte, back to the roots, denn Ferdinand Porsche war selbst schon in den 30er Jahren hier. Also auch das ist eine wunderbare Sache, die nur wenigen bekannt ist. Und da nutzt man natürlich viele Möglichkeiten und ich freue mich hier über dieses Medium damit auch das nach außen tragen zu können. Das mache ich natürlich auch als Unternehmer, weil ich ja Immobilien verkaufe. Ich bin Immobilienwirt und meine Profession ist es also, ich bin Verkäufer, ja, ganz klar. Und bin natürlich deswegen immer auf der Suche nach interessanten und vor allen Dingen soliden Investoren. Und deswegen ergibt sich's automatisch, man muss über die Dinge erzählen. Im Erzgebirge sind die Menschen sehr, sehr bescheiden. Bescheidenheit ist eine absolute Tugend, marketingmäßig, aber etwas kontraproduktiv. Und jeder kennt diesen schönen Ausdruck, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Aber ich sage manchmal den Menschen, ihr müsst mal den Mund aufmachen und das Gold zeigen, was er im Munde tragt, damit man auch darum weiß. Und so ergeben sich die Dinge. Lions Club hast du genannt, eine Riesengeschichte. Ich hatte mal das große Glück, Governor vom Freistaat Sachsen gewesen zu sein. Also das macht man eigentlich nicht, wenn man im operativen Geschäft sich befindet. Aber egal, war auch eine sehr interessante Erfahrung gewesen und hat natürlich vor allen Dingen dazu beigetragen, das, was auch für mich ein Credo ist, nämlich Brücken zu bauen. Und insofern nutze ich da viele Möglichkeiten, um genau diese Brücken überregional und international zu realisieren. Ein Beispiel nennen wir mal, weil du befindest dich gerade auch mitten im Wahlkampf zur sächsischen Landtagswahl. Du kandidierst. Hoher Besuch war da. Wen hast du denn eingeladen, dich zu unterstützen?
Naja, da muss ich insofern aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin selber 28 Jahre Mitglied der FDP gewesen. Und war dann aber mit den Dingen nicht einverstanden, was Arroganz und Ignoranz anbelangt, die leider auch in der FDP nicht spurlos geblieben ist. Und wir wissen ja alle, dass viele Menschen gerade hier in Sachsen Dinge bewegen und unzufrieden waren mit gewissen politischen Dingen, weil sie einfach sich nicht mehr verstanden glaubten, nicht mehr gehört werden oder man über die Menschen nur darüber gesprochen hat und nicht mit ihnen. So. Und dass die AfD hier im Land so stark ist, das spricht ja nicht nur für sich, sondern das spricht daraus, ist das Resultat des Versagens aller etablierten Parteien. Dass da die Regierungspartei sicher die größte Aktion hat, das ist unbestritten. Aber letzten Endes sind alle dabei. Und das ist der Punkt gewesen, wo ich dann auch gesagt habe, nein, mit mir nicht mehr. Und bin dann im Februar, war ich dann offiziell aus der FDP ausgetreten und hatte dann wieder durch eine Netzwerkbildung, durch Segeln nämlich, eine sehr angenehme Geschichte, denn jeder weiß, wenn man segelt in einem Boot sitzt, und zwar in einem großen Boot in dem Fall, so ein Windjammer, dann kann man nicht ausreisen. Und so hatte ich dann zu manchen nächtlichen Gesprächen tiefphilosophisch mit der Antje Hermenau, die viele noch kennen, vielleicht als die damalige Gründungsmitglied der Grünen in Sachsen, die dann ja viele Jahre lang Landtags- und Bundestagsabgeordnete gewesen ist, dann aber für sich auch erkannt hat, dass das mit den Grünen, die ursächlich mal die Grünen waren, so nicht mehr weitergeht, dass das keinen Sinn hat und dass dort viele Dinge völlig schief und aus dem Ruder laufen. Wir erleben es hier alle in Deutschland, wo die Reise hingeht. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass sie mich dann anrief und sagte, Mensch, das kannst du dir nicht vorstellen und so weiter und so fort. Und vorstellen kann ich mir immer so manches. Und ja, und dann wurde ich dann aufgestellt und wurde plötzlich Direktkandidat der Freien Wähler. Für mich auch ein völlig auf der einen Seite neues Forum. Ja, es gibt Leute, die sagen, Mensch, da ist uns auf der FDP nichts geworden, jetzt macht er was, ist wahrscheinlich bei den Freien Wählern. Damit muss man leben, keine Frage. Nur ich kann ganz klar für mich sagen, ich brauche nicht die Politik. Aber ich bin davon überzeugt und sage das ganz selbstbewusst, dass die Politik mich braucht. Ich hake kurz ein. Im Dienste natürlich des Volkes auf der einen Seite, aber du bist jemand, der bist sehr geradlinig, du lässt dich nicht verbiegen. Du hast gewisse Grenzen, du sagst, bis dahin gehe ich. Und wenn diese Grenze überschritten ist, dann gehst du eben auch oder gehst einen neuen Weg. Das spricht für dich, das spricht für die Glaubwürdigkeit deiner Position, die du vertrittst. Und die Freien Wähler, kurz erklärt, ist keine Partei, es ist eine Vereinigung, eine demokratische Vereinigung von Bürgern. Du bist also eigentlich Basisdemokrat wieder geworden, von den Freien oder von den Liberalen wieder zur freien Demokratie gewechselt. Wir merken es gerade im Hintergrund, ihr könnt es vielleicht sehen im Fernsehen, es scheint eigentlich noch die Sonne, es ist richtig hell und trotzdem weint der Himmel. Ein paar Tropfen kommen runter und ein paar Wolken sind aufgezogen und das Ganze hat eine Hintergrundgeschichte, weil es treten natürlich alle Parteien zur Wahl an. Du sprachst eine der Emporlinge als Partei an, die neue Partei, die AfD, die sie gegründet hat. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, du bist die Alternative zur Alternative und die werden aber ganze Berge vor die Füße geschoben. Also freier Wahlkampf kann man hier, davon kann man nicht, kann nicht die Rede sein, oder? Ja, freier Wahlkampf sieht anders aus. Also medial ist es einfach so, dass die Freien Wähler völlig geschnitten werden. Die kommen quasi gar nicht vor. Und viele werden sich vielleicht erinnern, wie das die mediale Wahrnehmung nach der Kommunalwahl am 26. Mai gewesen ist. Da hieß es letzten Endes, dass die CDU mit 26,8% vor der AfD mit 26,6%, was hat das gesagt, 26? Quatsch. Nein, mit, sorry, völlig verkehrt. Fangen wir nochmal an. Ja, ja. Mit 23,8, mit 23,6%, so ist es richtig, als Wahlsieger vorgegangen ist. Dass aber die Freien Wähler über 26% hatten, das wurde völlig negiert und kam erst viel, viel später dann tröpfchenweise quasi rüber. Ihr seid also traditionell eigentlich immer CDU regiert gewesen, ja? Absolut. Also ich selber Schwarzenberg ja sowieso, ich spreche jetzt von dem Freistaat, ja. Ja, das ist, aber selber hier in Schwarzenberg war sozusagen schon immer schwarz.
Aber es ist, die Freien Wähler selber in Sachsen sind gar nicht mehr zu übersehen. Es gibt so viele Bürgermeister, die zu den Freien Wählern gewechselt sind. Auch wir haben im ostsächsischen Gebiet, Herr Holm Große von Bischofswerda, vom Oberbürgermeister, ist Freier Wähler. Aber viele kleine Gemeinden und viele ehrenamtliche Bürgermeister sind auch Freie Wähler, weil sie sagen, mir ist die Nähe zum Bürger wichtig, die Glaubwürdigkeit ist mir wichtig. Ich mache den Beruf schon ehrenamtlich, warum soll ich mich der Partei unterwerfen, die nicht im Interesse meiner Bürger agiert, sondern ich möchte mit meinen Bürgern vor Ort Politik gestalten und mitgestalten. Und der Rahmen, den möchten wir doch bitte noch selber abstecken. Also das ist so der Anspruch, warum viele sich noch engagieren und sich nicht von der Politik abwenden. Und trotzdem kriegt ihr so eine Art Quittung hier ein Stück weit. Du sagst, wir werden beschnitten. Ich würde sagen, deinem Namen geschuldet, Zimmermann, ja. 9 von 10 Zimmermännern haben mit Mobbing kein Problem. Jens Zimmermann hat ein Problem und genau dem gehen wir auf die Spur. Deswegen bin ich auch hier. Heute Abend ist eine tolle Wahlveranstaltung bei euch hier in Schwarzenberg. Heute stehen alle Direktkandidaten auf der Bühne und präsentieren sich den Zuschauern. Wer steht nicht auf der Bühne? Die Freien Wähler. Und das kann überhaupt nicht sein. Deswegen vielleicht noch die Frage zu beantworten, prominenten Besuch in der Tat. Ich hatte, muss also sozusagen, wie man sagt, über Bande spielen und mit ganz anderen Dingen hier fungieren, oder zu agieren, um überhaupt nur ansatzweise eine gewisse Wahrnehmung zu erfahren für die Freien Wähler. Das ist schlichtweg ergreifend ein absolutes Unding. Insofern freue ich mich, oder habe mich umso mehr gefreut, dass es mir vorgestern gelungen war, zum allermeisten Mal in der Geschichte des Erzgebirgskreises einen stellvertretenden Ministerpräsidenten aus einem anderen Bundesland hier ins Erzgebirge zu holen, im Allgemeinen und aus Schwarzenberg im Besonderen. Und es war also wirklich grandios, als der Hubert Aiwanger vorgestern hier hinter uns im Rathaus, im Ratskeller gewesen ist und dort in fast 90 Minuten gemeinsam mit Kommunalpolitikern, mit dem Landrat und mit den Medien zu sprechen, sich selber ein Bild vor Ort zu machen. Kurioserweise war die Oberbürgermeisterin, wusste die gar nicht, dass der Herr Aiwanger auch der Bundesvorsitzende der Freien Wähler ist. Das ist eine Anekdote nebenbei. Aber egal, wichtig war für mich gewesen, dass die Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz, Rolf Schmidt, wie gesagt, hier von Schwarzenberg, die Adron Hiemer als CDU, die Bürgermeister von Lauter-Bernsbach, Thomas Kunzmann, und der Bürgermeister von Markersbach-Raschau, Frank Tröger, das sind übrigens alles Freie Wähler. Das muss man sich mal überlegen. Und in der Tat stellen eben, so wie du es richtig sagst, stellen ja mittlerweile die Freien Wähler die meisten Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte dar. Und dass in diesem Zusammenhang mal so die Freien Wähler beschneidet, ist, wie gesagt, ein völliges Unding, hat mit dem demokratischen Grundverständnis überhaupt nichts zu tun. Und deswegen bin ich gespannt auch auf heute die Veranstaltung. In der Tat, deswegen passt das Bild dazu. Jetzt hat es wieder aufgehört. Also die Perspektiven scheinen doch so zu gehen, dass im Nachhinein vielleicht wir am Ende sagen können, alles wird gut. Wie man immer so sagt, am Ende lacht die Sonne. Im Osten geht die Sonne auf und deswegen sind wir hier. Aber das Erzgebirge hat seinen eigenen Reiz, seinen eigenen Charme. Es liegt gar nicht so weit weg von Ostsachsen. Also man fährt knappe 2 Stunden von Bautzen, dann ist man schon hier. Wir werden diesen kleinen politischen Krimi mal mitverfolgen heute Abend. Wir werden natürlich als Presse hingehen, wir werden der Sache auf die Spur gehen. Wer hat hier vor wem Angst? Du stellst dich den Bürgern, du bist unheimlich redselig und engagiert. Das warst du auch schon vorher, das warst du über viele, viele Jahre hinweg. Einen besseren Botschafter kenne ich nicht vom Erzgebirge und mehr Informationen habe ich nicht bekommen bisher. Und du bist omnipräsent und das machst du nicht nur in den sozialen Netzwerken, das machst du wirklich überall, wo du bist und das auch überregional. Und das ist wichtig für die Region. Wir brauchen Botschafter, wir brauchen Menschen, die sich mit der Heimat so verbinden, Menschen einladen, die Heimat zu besuchen. Du zeigst deine Heimat, du bist stolz auf deine Heimat und du bist dadurch auch ein Sprachrohr. Und natürlich braucht man das auch im Landtag, weil andere Landkreise oder Gebiete werden natürlich auch vertreten. Und es geht natürlich auch um die Interessen der Bürger in erster Linie und nicht nur um parteiideologische Interessen. Ihr seid also ideologiefrei, habt ihr geschrieben im Programm. Und euer Programm passt sich ein Stück weit immer mehr der Meinung der Bürger nicht nur an, sondern auch der aktuellen politischen Lage. Und die verändert sich natürlich auch ein Stück weit. Ja? Also das ist nicht in Stein gemeißelt hier oder in Erz geritzt, wie man so schön sagt, sondern das muss immer wieder aktuell neu diskutiert werden. Und es gibt genügend Brennpunkte, über die sich streiten lässt. Wichtig ist die Glaubwürdigkeit der Personen, die sich zur Wahl stellen, das nach außen zu tragen und zu leben und auch durchzustehen. Und deswegen mag ich deinen Mut, dass du das machst. Es ist ein Zeichen der Demokratie, auch eine Alternative zu sein, zum einen.
Und das werden wir heute Abend mal verfolgen und ein Stück weit festhalten. Ob wir Bilder machen dürfen oder drehen dürfen, das werden wir noch feststellen. Wir sind einfach mal überraschenderweise da. Wenn nicht, machen wir es trotzdem. Aber wir werden Sie natürlich erstmal erfragen, ob wir Sie senden dürfen. Und eins ist schon mal sicher, wir werden Schwarzenberg nochmal besuchen. Wir werden Schwarzenberg mit der Drohne besuchen und mit ein paar Kameraleuten. Wir werden mit einem Team uns von dir explizit eine Führung durch Schwarzenberg zeigen lassen. Und ich weiß, spätestens am 1. September wissen wir, wie es ausgegangen ist, oder? Wir werden in der Tat am späten Abend des 1. September wissen, wie es ausgegangen ist. Ich bin davon überzeugt, dass es ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen ergibt. Das wird also spannend bis zur letzten Minute bleiben. Und es wird ein ganz enges Ergebnis. Und es werden in Sachsen die Karten neu gemischt. Und ich bin stolz, hier zu leben und ein bisschen mit dazu beizutragen, wie man schon sagt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Dafür treten wir an. Absolut, das lassen wir so stehen und das werden wir weiter verfolgen. Schön ist, die Alternativen zu prüfen, die Wahl zu haben, vor allen Dingen Kandidaten zur Wahl zu haben und nicht hier vor die Wahl gestellt zu werden. Und warum manche auf der Bühne stehen und manche nicht, der Sache gehen wir auf die Spur. Das war's hier aus der wunderschönen Stadt Schwarzenberg im Erzgebirge. Und etwas mehr noch zum Thema, warum Freie Republik, das werden wir nochmal, der Sache werden wir nochmal auf die Spur gehen. Diese Geschichten sind einfach zu schön. Sie müssen erzählt werden. Ich weiß, du hast schon 100.000 Mal gemacht. Du kannst sie manchmal selber gar nicht mehr hören. Aber ich weiß, für einige von euch werden sie neu sein. Und deswegen eine ganz besondere Stadtführung durch Schwarzenberg, die man so nicht erleben konnte, außer man hat einen Botschafter des Erzgebirges bei sich oder an seiner Seite. Deswegen bin ich extrem froh, dass es dazu gekommen ist, dass es geklappt hat zum Sommertalk und dass wir definitiv das Ganze noch nachholen werden. Vielleicht auch zur Weihnachtszeit, weil ich glaube, dann sind die Engel hier nicht nur zu Hause, sondern auch auf dem Boden und nicht nur im Himmel. Also dem zu widersprechen, wäre nicht nur töricht, sondern schlichtweg falsch. Auch da freue ich mich wirklich auf unseren nächsten Talk und kann wirklich die Zuschauer alle nur ganz, ganz herzlich einladen, hierher zu kommen, sich selber persönlich davon zu überzeugen. Denn der zweitälteste Weihnachtsmarkt, und ich behaupte, es ist der schönste, ist in der Tat in Schwarzenberg, nur zwischen 2. und 3. Advent. Und wenn dann hier auf dem Markt hinter uns die Bühne aufgebaut ist, wo dann am 3. Advent, der zum Samstag der Bergaufzug ist, da garantiere ich, da werden kaum Augen trocken bleiben. Dort wird es große Emotionen geben. Und diese Ursprünglichkeit aus dem Erzgebirge, im Erzgebirge zu erleben, denn überall im Erzgebirge ist es schön, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber diesen Bergaufzug hier zu erleben, das ist wirklich das Größte. Und sich davon zu überzeugen, kann ich, wie gesagt, nur sagen, herzlich willkommen hier in Schwarzenberg. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum Weltkulturerbe, zum UNESCO Weltkulturerbe. Sachsen ist wunderschön. Vor allen Dingen ist es unheimlich unterschiedlich. Es ist ein Traum, wenn man ein paar Stunden fährt, wie unterschiedlich die Welt nur sein kann. Aber eins vereint uns, ist die Heimatliebe. Und die stellen wir da und deswegen wird es eine Sondersendung zu Schwarzenberg geben. Und wir werden uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Vielleicht nehmen wir auch ein paar Gäste aus Ostsachsen mit, die uns bei dieser Reise begleiten werden. Und demnächst mehr. Dankeschön.